Weihnachten als Soldat im Grenzeinsatz zu verbringen, ist wohl nicht das Angenehmste, derzeit aber offensichtlich nötig. Bundesminister Kunasek besucht die Soldaten an der steirisch-slowenischen Grenze. Hier bei einer typischen Schwerpunktaktion zusammen mit der Polizei. Die Schwerpunktaktion findet statt unter Beiziehung von einer Polizeistreife in Verbindung mit Soldaten. Die Soldaten übernehmen hierbei die Sicherung der Polizei. Die Tätigkeiten, wie gesagt, liegen direkt an der Sicherung. Da geht es aber auch teilweise um Fahrzeugkontrollen im allgemeinen Sinn. An Österreichs Grenzen gab es 2018 über 800 Aufgriffe. Das zeigt, wie wichtig der Einsatz nach wie vor ist, gemeinsam mit der Exekutive und das Bundesheer hier diese Grenze zu überwachen. Hier geht es auch um das Eindämmen von Schlepperei. Und diese Aufgabe macht das Bundesheer gemeinsam mit der Exekutive großartig. Speziell auf den hauptfrequentierten Grenzübergängen wie Spielfeld, Bad Radkersburg, Murek werden vermehrt Verdachtsmomente im Bereich LKW-Transporte bzw. Kastenwegen kontrolliert. Eine Auszeichnung für den Hauptmann und diese Weihnachtsfeier sind willkommene Motivation für den Einsatz auch während der Feiertage. Wir haben heuer wirklich auch feststellen können, wie großartig die Einsatzleistung ist, nämlich im Inland, ob es an der Grenze ist, ob es bei Katastropheneinsätzen gewesen ist, aber natürlich auch im Auslandseinsatz am Balkan und auch im Libanon, wo ich letzte Woche gewesen bin. Jetzt gibt es Weihnachtsfeier. Jetzt gibt es eine kleine Weihnachtsfeier. Das freut mich auch, dass wir das geschafft haben, hier mit rund 50 Soldaten ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung auch hereinzubringen. Die Kameraden aus Güssing sind noch bis 29. Dezember hier im Einsatz. Das heißt, viele davon werden Weihnachten nicht zu Hause verbringen. Deshalb war mir es heute wichtig, mit einer kleinen Delegation, mit einer guten Jausen hier auch ein bisschen Weihnachten auch in die Kaserne zu bringen.